Alles beginnt mit einem Anschlag auf eine freie demokratische Gesellschaft. Ob dieser als erfolgreich gilt, hat weniger damit zu tun, wie viele Menschen dabei sterben, sondern wie spektakulär die Bilder sind, die er liefert. Denn unmittelbar danach wird dieser ein mediales Großereignis. Auflagen und Einschaltquoten steigen, Telefonnetze werden überlastet. Schuldige werden gesucht. Presse und Bevölkerung fordern ein Handeln von der Politik. Als Reaktion bringt diese eine große Fülle von Maßnahmen auf den Weg. Gesellschaftliche Prinzipien werden aufgeweicht. Das Militär wird aufgerüstet und entsendet. Die Mittel für Polizei und Geheimdienste werden aufgestockt. Das Trennungsgebot zum Schutz der Bevölkerung wird abgebaut. Gesetze, die Bürgerrechte einschränken und mitunter gegen die Verfassung verstoßen, werden in Eile eingeführt. Freiheit und Demokratie weichen Sicherheit und Misstrauen. Jeder wird überwacht. Jeder wird verdächtigt. Eine einflussreiche Industrie entsteht und entwickelt neue Überwachungs- und Sicherheitsinstrumente. Der Überwachungsapparat wird ausgebaut, Freiheit und Demokratie abgebaut. Biometrische Systeme, Überwachungskameras, Nacktscanner und die Speicherung von Daten werden für die Bevölkerung zum alltäglichen Begleiter. Nicht die Anschläge, sondern die Reaktion und die Gegenmaßnahmen greifen die freie demokratische Gesellschaft an. Die Angst bleibt. Die Profiteure der Angst in diesem komplexen Netzwerk sind zahlreich. Doch am meisten profitiere ich.